wie Verhältniswahlen. Bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag wird das sogenannte personalisierte Verhältniswahlrecht angewandt. Es kombiniert verschiedene Aspekte der beiden Grundtypen. Ein Teil der Mandate im Parlament wird über eine relative Mehrheitswahl in Einpersonenwahlkreisen verteilt, während für die Gesamtverteilung der Sitze nach dem Prinzip der Verhältniswahl die Stimmergebnisse der Parteien zählen. Bei der Bundestagswahl wird das über zwei getrennte Stimmen ermöglicht. Während man mit der Erststimme einen Direktkandidaten in seinem Wahlkreis wählt, entscheidet die Zweitstimme über das Kräfteverhältnis der Parteien im Bundestag.